Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf dem Optionshandelskanal und heute beantworte ich eine Frage und zwar zu dem Video, was ich gemacht habe über Star Wars, wie Disney sein Geld verdient. Und da kam eine interessante Frage, nämlich wie verdiene ich denn eigentlich mein Geld? Und das beantworte ich euch jetzt hier im aktuellen Video. Also in dem Video, wir können es auch hier unten nochmal verlinken, ging es also darum, dass ich gezeigt habe, dass man als Trader, wenn man nur tradet, eigentlich ziemlich aufgeschmissen ist, weil man dann quasi so der Selbstständige ist. Ich arbeite selbst, ich arbeite ständig und am Ende setzt man sich großen Risiken aus. Und am Beispiel von Disney habe ich gezeigt, dass zum Beispiel die Firma Disney eben nicht nur auf den Film Star Wars schaut und sagt, okay, mit dem Film werden wir so und so viel verdienen, sondern natürlich ganz viele Geschäfte ringsherum macht. Und ich habe gelesen, dass es wohl so sein soll, dass ungefähr ein Drittel der Einnahmen, was das Star Wars Imperium betrifft, kommt aus dem Film und der Rest, die restlichen zwei Drittel, kommen aus dem Umfeld, also über Merchandise und Lizenzen und was weiß ich. Und jetzt kam eine Frage dazu und zwar von Mike Pausen. Hallo Mike, viele Grüße an der Stelle. Und ich lese euch mal vor. Hallo Jens, kann man in Analogie zu Star Wars davon ausgehen, dass 70% deines Einkommens durch Coaching und 30% durch Trading entstehen? Und tja, diese Frage kann ich euch beantworten. Als allererstes muss ich euch natürlich sagen, ich war im Kino, habe mir Star Wars angeschaut. Und mir hat er ganz gut gefallen, also gerade so diese 3D-Effekte fand ich schon ziemlich toll. Man muss natürlich, ich glaube, das ist ein Film für Männer, Frauen können da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. Deswegen, ich bin auch nicht mit meiner Frau gegangen, sondern ich war mit einem Kumpel. Und wenn du dann im Kino sitzt, trinkst ein Bier, schaust du den Film an. Also das ist so tolles, tolles Popcorn-Kino, ne? Das schaut man sich gerne an, nicht unbedingt zu Hause auf dem heimischen Fernseher, sondern das musst du im Kino gesehen haben. So, jetzt aber zur Frage. Kommt mein Einkommen 70% durch Coaching und 30% durch Trading? Nein, kommt es nicht. Aber mein Gesamteinkommen kann man schon sagen, dass ungefähr 30% durch Trading kommen, aber 70% kommen nicht durch Coaching. Es ist so, ich habe, als ich mich vor ungefähr 10 Jahren selbstständig gemacht habe als Trader, habe ich tatsächlich 100% meines Einkommens rein durch Trading erzielt. Das heißt also, ich habe gehandelt und das Geld, was ich verdient habe, davon habe ich dann entsprechend gelebt. Mir war dann aber relativ zügig klar, dass das ein relativ gefährliches Tun ist, was ich da gemacht habe. Nämlich, dass ich ja wirklich immer abhängig bin von meiner eigenen Person. Das heißt, ob ich gut trade, dass ich gesund bleibe, dass mir auch nichts passiert, dass ich keine persönlichen Krisen habe in der Familie oder sonst irgendetwas. Und das fand ich als eigentlich bedrohlich. Also ich bin ein durchaus sicherheitsbewusster Mensch und das fand ich ein wenig bedrohlich und habe mir dann relativ zeitig schon Gedanken gemacht, wie kann ich denn weitere Einnahmen erzielen, bei der ich auf der einen Seite mein Trading weiter betreiben kann und auf der anderen Seite aber zusätzliche Einnahmen habe, wenn das Trading mal nicht so klappt, aus verschiedensten Gründen. Entweder weil ich schlecht trade, kann es ja auch geben, ne? Oder aber auch, dass ich zum Beispiel wirklich gesundheitlich gehandicapt wäre oder dass mir irgendwas passiert. Und deswegen habe ich dann damals eben auch relativ zeitig angefangen, mir ein zusätzliches Coaching-Business aufzubauen und habe also angefangen, Coachings zu machen, Seminare und so weiter. Und dann hat sich das so langsam verschoben hin vom Trading, dass ich gesagt habe, okay, am Anfang hatte ich 100% Trading-Einnahmen und dann waren es bloß noch 90 und dann waren es bloß noch 80 und dann waren es bloß noch 70 und die Coaching-Einnahmen sind immer ein bisschen mehr geworden. So, und als ich das dann aber gemacht habe und das Coaching oder meine Consulting-Firma hier hat sich auch ganz gut entwickelt, wir sind mittlerweile 7 Leute, die ich hier angestellt habe, und dann habe ich aber noch weiter gedacht und gesagt, okay, das kann es jetzt aber auch nicht sein, weil wenn ich derjenige bin, der hier coacht und der Seminare gibt und so weiter, dann bin ich ja trotzdem wieder von mir selber abhängig. Das heißt, natürlich ist ein Coaching zu geben, ein Seminar zu geben, risikoloser als zu traden. Nichtsdestotrotz
bin ich aber wieder von mir selber abhängig. Weil wenn ich eben krank werde oder wenn niemand mehr das, was ich hier erzähle, wenn das niemand mehr interessiert, wenn das niemand mehr haben möchte, dann bin ich ja wieder in einer schlechten Situation. So, und deswegen habe ich dann vor einigen Jahren angefangen, noch in andere Dinge zu investieren, die es mir ermöglichen, weitere Einkommen zu erzielen. Das heißt, ich habe angefangen, in Immobilien zu investieren. Ich habe angefangen, zum Beispiel in ein Langfristportfolio zu investieren, wo ich Dividendenerträge habe. Ich habe mich an unter kleineren Unternehmen von Freunden, die sich irgendwie selbstständig machen wollten. Da habe ich mich beteiligt, so ein bisschen Anschubfinanzierung gegeben und mittlerweile ist da auch gerade bei einem Unternehmen, das ist relativ gut gewachsen und da kommt auch immer ein bisschen jetzt ein Share rüber. Das heißt, ich habe wirklich versucht, mich da auf verschiedene Bereiche aufzustellen, um einfach sicherzustellen, dass wenn mir persönlich einmal etwas passiert, dass wenn ich aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage bin, mein Geschäft zu machen, dass dann trotzdem meine Einnahmen immer noch da sind, muss man, glaube ich, auch oder kann man, glaube ich, auch verstehen. Ich habe eine Familie, ich habe 3 Kinder, das heißt, ich habe auch eine gewisse Verantwortung und da möchte ich natürlich auch sicher gehen, dass dann immer Geld kommt. Und deswegen kann ich sagen, meine Einnahmen kommen eigentlich zu 100% aus dem Trading, weil alles, was ich mir aufgebaut habe, also meine Consulting-Firma, meine Immobilienbeteiligungen, mein Langfristdepot und alles, was es so gab, das kam am Anfang alles komplett aus den Trading-Gewinnen. Aber mittlerweile ist es so, dass das Trading ungefähr, kann ich auch so sagen, ich schätze mal zwischen 25% und 30% meines Einkommens ausmacht, wenn man wirklich das reine Trading-Ergebnis betrachtet. Ne? Also wenn man jetzt auf eine Zahl runterbrechen würde, ich würde 10.000 Euro im Jahr verdienen, dann wären 3.000 Euro aus Trading. Das ist ein bisschen mehr, aber also die 10.000 Euro sind ein kleines bisschen mehr schon. So, aber so setze ich das in etwa zusammen. Wie gesagt, da kommen andere Einnahmen aus verschiedenen Bereichen noch mit dazu, wobei natürlich schon der Großteil immer irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Trading verbunden ist. Das heißt also, auch mein Coaching lebt ja davon, meine Seminare leben ja davon, dass ich live mit meinen Kunden handle, dass meine Kunden in meine Konten reinschauen können, dass ich ihnen zeige, dass ich wirklich aktiv am Markt bin. Mein Langfristdepot lebt davon, dass ich aktiv etwas damit mache. Ich kaufe ja nicht einfach nur Aktien und lasse sie liegen, sondern ich veroptioniere meine Aktien. Ich kaufe Aktien eigentlich nie direkt, sondern immer nur, indem ich Puts verkaufe. Selbst meine Immobilienbeteiligungen haben letztendlich irgendwas mit Trading zu tun, weil ich natürlich schaue, wie entwickeln sich die Zinsen. Ich analysiere einen Immobilienmarkt genauso, wie ich einen Aktienmarkt analysiere und suche da auch nach guten Gelegenheiten einzusteigen. Also ich bin da alles andere als ein passiver Investor, sondern ich mache alles, was ich tue, sehr, sehr aktiv und manage das, damit ich eben sicherstellen kann, dass der für mich größtmögliche Ertrag herauskommt. So, ich hoffe, ich habe damit die Frage von Mike beantwortet. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mir das wie immer in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet dieses Video positiv. Ihr könnt es teilen, ihr könnt darüber diskutieren. Ihr könnt mir auch sagen, wenn es euch nicht gefallen hat. Und ich weiß es auch schon. Ich freue mich immer so ganz besonders auf die Kommentare, die dann kommen und mir dann erklären, warum ich das, was ich mache, warum das ja alles falsch ist. Und dann sage ich immer, oder dann denke ich mir immer, genau so ist es halt. So, das war's für heute. Ich wünsche euch auf eurem Weg, egal was ihr macht, ob ihr tradet, ob ihr einen Beruf habt, der außerhalb des Tradings liegt, ob ihr Trader werden wollt, was auch immer, ich wünsche euch dabei viel Ausdauer und Durchhaltevermögen, denn dann kommt das Glück und der Erfolg von ganz allein. Wir sehen uns wieder im nächsten Video hier auf dem Kanal. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.